Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde, hallo. Genau, und wir wollten diesmal ein bisschen kundschaften, solange die Sonne scheint. Oder auch nicht, wenn sie gleich untergeht, ist ja egal. Oh, ich sollte noch was zu essen mitnehmen. Genau, ich habe auch ein bisschen und du hast ja immer ein bisschen Snacks zur Not dabei. Heute spielen wir Mathilde sagt wohin. Toll. Warte mal, muss ich mal auf die Karte gucken. Genau, dann musst du auf die Karte gucken. Was das schon? Ich würde fast sagen, Richtung Norden. Da ist doch dieses große Loch im Boden. Ja. Also ich habe da im Norden so einen großen See markiert. Ich weiß nicht, ob das das Loch im Boden ist. Ja, ist großes Loch im Boden. Da sind, also zumindest auf meiner Karte sind wir da noch nicht drumherum gegangen und im Osten waren auch noch nicht die Küste entlang, zum Beispiel, im Westen sind wir auch noch nicht die Küste entlang gelaufen. Habe ich jetzt hier keinen Kopf. Ich bin, ey, gedanklich bin ich im falschen Spiel gerade, merke ich. Ich wundere mich, dass mein Kompass unten nicht angezeigt wird. Und es ist kein Zweiter Weltkrieg, aber naja. Ja, also ich bin bereit. Ja, ich habe mich nochmal gefüllt mit allem, was das Herz begehrt. Also wir sind... Oh, Achtung, nein, nicht da reinlaufen. Brauch wieder zumachen, ne? Ja, also wir sind definitiv schon die beste Küste mehr als einmal lang gelaufen. So ist es ja nicht. Aber wir haben es noch nicht auf der Karte. Hinter dir. Okay. Dann, wenn wir mal irgendeine Höhle entdecken, dann gehen wir da mal rein. Ja. Wäre cool, wenn wir noch eine Höhle entdecken. Außer in das große Loch, da habe ich keine Lust zu. Okay. Mal kurz gucken, uns auf der Karte, wo wir hier gerade langlaufen. Genau, ach, okay. Ich gucke nicht auf die Karte, du guckst auf die Karte. Ja, wir wissen ja schon, du bist nicht so der Kartenleser. Boah, doch. Ich bin heute im Panzer gefahren und ich habe die ganze Zeit gesagt, wo es lang geht. Oh, guck mal, hier können wir ein paar Fischis erlegen. Genau, mal mitnehmen. Muss nur aufpassen, ich habe noch einen Fisch mit, der ist gebraten. Aber falls wir in irgendeine Höhle gehen, dann können wir den braten. Genau, also ich habe jetzt 3 Fische gesammelt und das müsste auch so ziemlich das Maximum sein, was man mitnehmen kann. Wenn du noch ein paar Steinchen findest, nimm mal ein paar Steinchen mit und Äste, dann haben wir immer so ein bisschen was, so ein kleines Lagerfeuer. Macht die Katze gerade bei die Geräusche, oder? Ja. Kannibalen am Strand links. Ja, die wollen halt auch mal einen netten Strandspaziergang machen. Na, ich wollte es nur gesagt haben. Es waren nämlich 4, 5. Schädel. Ja, hab einen. Ja, ich auch. Bücher sind auch immer hier gut. Ist, waren wir hier drin schon drin? Ja, ne? Ich glaube, das war auch auf der Karte schon hier markiert. Ja, hier waren wir. Also hier waren wir, glaube ich, aber schon mal. Ich weiß nicht, ob das das Loch war. Brauchen wir noch ein Reh? Ja, Reh. Ich gehe mal in der Zwischenzeit kurz runter gucken. Ups. Gut, ich versuche mal so ein Rehchen zu extra hier in eliminieren. Bleib hier stehen. Du. Scheiß wie. Es ist so schnell. Da noch stehen. Das ist auf jeden Fall relativ lang. Ich glaube, das ist nämlich die erste Höhle, die wir auch untersucht haben, wenn ich mich nicht total irre. Ah, ich komme zurück, sonst verliere ich dich. Ich hab's ja auf dem Plan. Touch. Oh, den Arm. Hm. Haben wir hier schon? Ich weiß es nicht. Wir sind doch, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Okay. Also ich bin mir zumindest sehr sicher, dass wir hier schon waren. Oh, hier ist ich wurde entdeckt.
Wir haben ganz laut geschrien. Ja, hier sind die so hoch, die so an der Decke hängen. Also wenn ich mich irre und wir waren noch nicht in dieser Höhle, sagt mir gerne Bescheid, dann gehen wir hier auf jeden Fall nochmal rein. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir in dieser Höhle schon waren. Na gut, dann komm hoch und dann hauen wir hier ab. Ja, ich bin schon dabei. Muss was essen? Hä? Bin ich hier? Da hinten. Oh, hier sind Bären, das ist praktisch. Ich hab gerade verstanden, hier ist ein Bär. Bären, yam yam yam. Blaubeeren kann man essen. Oh ja, Blaubeeren sind lecker. Und auch gleich alle. Ja, ein Busch ist hier noch, wenn du was willst. Ich bin voll. Ja, ich komm. Und hinter dem Stein sind Rehe. Oh. Lass mich mal kurz ein bisschen beiseite laufen. Ja, ich sehe sie. Falls du sie in meine Richtung scheuchst. Ah, verdammt. Runtergestürzt? Nee, ich glaube, dein Reh sehe ich, mein Reh habe ich verloren. Da ist auf jeden Fall ein Reh. Vielleicht können wir uns den Punkt mal merken. Scheint ja recht viele Rehe zu spawnen. Wieso rennst du so weit weg, du Mist hier? Soll ich doch mal ein bisschen pieksen. Psst. Weiß Vogel. Toll, jetzt habe ich zwei Rehe angeschossen und beide sind weggelaufen. Ja. Tiere. Also wenn ich sie schon anschieße, will ich sie auch töten. Ich will doch hier nicht ein verletztes Tier rumlaufen lassen. Ich habe nur eins getroffen. Andere wollte ich mit einem Speer haben. Und auch das, was ich getroffen habe, ist auch weg. Was ist das, Assi? Hier sind auf jeden Fall noch Zelte. Ganz viele. Ah, da ist er, meiner. Ah, das habe ich gesehen. Der nächste Pfeil ist so richtig. Schieß ich in dein Kl. Mein Weg ist weg. Ja, genau. Oh. Ich glaube. Ich wurde. Ich gehe mal zu dem Zelt, zu der Zeltstadt hier. Oh, er war hier zwischen. Oh, Pfeile. Nice. Hier wäre auch noch ein Kochtopf. Das Scheißding. Fliegen. Wenn Fliegen hinter Fliegen, 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 Fliegen hinter Fliegen her. Ich schieße 5 Pfeile. Jetzt treffe ich ihn. Jetzt habe ich im Schluss schon 20 Pfeile verschossen. Hier bei mir sind Pfeile zum Aufsammeln. Ja, bleib da. Ich noch mindestens das eine Vieh hier erlegen. Oh, ich kann keine Pfeile mehr tragen. Ich habe nur noch einen gesehen. Kann ich da draufsetzen? So, einen habe ich. Noch ein Pfeil. Oh, da ist ein Reh. Ist das schon angeschissen? Ist schon angeschissen, glaube ich. Ist es angeschissen? Ist es angeschissen? Ich krieg nur einen Pfeil wieder. So, ich bin voll mit Fleisch. Oh, du Tier.
Oh, hier sind Köfferchen. Ah! Oh, immer dieses Stehenbleiben und weiterrennen. Moment mal, ist das gerade weggeglitscht? Alter, das Vieh ist weggeglitscht. Oh, und da ist ein Mensch. Ein nicht netter Mensch. Zwei nicht nette Menschen. Gab's bei den Zelten irgendwas Tolles? Ja, Pfeile hast ja, du gesagt. Ja, Pfeile. Mein Reh ist einfach weggeglitscht. So ein Arschloch-Reh. Ach, du kannst doch. Oh. Ich komm zu dir. Okay. Ich hab grad ein paar Freunde gesehen, die haben mich am Strand erwischt. Da waren ein paar Kisten. Also Koffer, meine ich. Ich hab hier doch gerade. Da ist schon wieder so ein verkacktes Hurenreh. Na, die spawnen hier echt massig. Hier ist schon wieder eins. Ja, und ich habe Freunde. Ich auch. Ich bringe auch welche mit. Hier, lass mal meine Mathilde in Ruhe, du kleines Arschloch. Lass mein Heinrich. Aua! Ich brenne, ich brenne! Oh, ich auch. Hier ist ein See. So, jetzt bist du tot, du Arsch. Du auch. So, wo ist mein Reh? Da. Das lag doch hier irgendwo. So. Oh, ich kann kein Fleisch mehr tragen. Oh, aber da ist noch ein Reh. Wir können bestimmt noch Rehfelle kaufen. Richtig, es geht hier eigentlich nur ums Fell, oder? Oh, Pfeile bin ich auch voll. Oh, Medikamente bin ich auch voll. Hier sind noch Medikamente. Ich soll gucken, ob ich dieses Reh erlege, aber ich glaube, das ist schon wieder abgedampft. Okay, wo war? Medikamente? Wo bist du da? Oh, da werden wir. Mal langsam hier an. Hier am gelben Koffer ist Medizin. Vor uns ist wieder ein Reh. Das rennt. Ich sehe keinen. Ich sehe keine Medikamente. Ja, die lagen auf dem Boden. Hm. Hey, bleib hier. Ich will dir nichts. Waren ja noch ein paar Kisten. Vielleicht gibt's da noch was Tolles. Bei mir ist gerade eine Kiste Geister gehüpft. Oh, was passiert? Es sind überall noch welche, die sind verschlossen. Hier ist noch mal Medizin. Hier, siehst du diese Medizin? Nee, ich hab hier Stoff gehabt. Ja, hier. Am Boden, hier. Einen? Okay, dann sehe ich das nur. Genau, Richtung des Sees müssen wir. Genau, also Tümpel. Trifft das, glaube ich, eher. Nee. Richtung? Genau, hier ist der große See. Genau. Hier hatten wir ja einmal. Ach, weißt du, warum hier so viele Rehe spawnen? Das ist da der eine Teich, bei dem wir in unseren ersten zwei Folgen waren. Hm. Da haben wir ja auch schon festgestellt, dass da so super viele Rehe sind. Und hier war ja auch da der Ausgang von der einen Höhle, von der Unterwasserhöhle. Ja. Geld lag hier auch massig rum. Hm. Bisschen okay, weiter. Ups, wir haben echt von den ganzen Rehen jetzt nur eins erschossen, erschlagen, ja? Okay. Guck, du Papa, da unten.
die Hasen erschossen. Yeah, in die Enge getrieben. Ich will nur dein Fell. Problem ist es, glaube ich, auch, ich kann nicht mehr als zwei Felle tragen. Du bist da. Ja, die Ecke hier ist echt voller Rehe. Das ist, Oh, hier unten ist ein Kannibalendorf. Ich esse mal eine Kleinigkeit. War hier nicht mal? Ich weiß nicht, ob wir... Also am Anfang, ja, die ersten zwei Folgen, die wir da nicht mehr gemacht haben, waren wir definitiv hier. War das offscreen oder war das onscreen? Das war onscreen, meine ich sogar. Aber wie gesagt, das war halt in der Aufnahme, die wir dann neu gestartet haben. Oh, hier gibt's noch einen Schädel. Hier links geht's noch runter irgendwo, aber... Alkohol. Bevor wir das nächste Mal loslaufen, müssen wir uns echt alles medikamentemäßig und alkoholmäßig irgendwie alles erstmal rauspacken. Weil wenn wir jetzt viel entdecken, ich habe schon Medikamente vorher, das ist... Ich finde, Medikamente kann man immer gut gebrauchen. Ja. Essen. Ja, ich meine, im allerschlimmsten Fall können wir uns ein Lagerfeuerchen machen. Wir haben ja genügend gesammelt. Ja. Ui, so ein großer See. Planloses Wandern über die Inseln, da ist irgendwas Interessantes. Ich weiß, dass du gleich wieder meckerst, dass es kalt wird. Gut, dass du es jetzt schon weißt. Ich glaube, ich habe ein Wildschwein vor mir. Ich komme in deine Richtung. Ich zücke meinen Bogen. Okay, ich habe dich doch gerade noch gesehen. Langsam, langsam. Wieso sehe ich dich nicht? Ja, wieso sitzt du mich jetzt nicht? Sehe ich jetzt aber auch nicht. Bin so am See. Hier gibt es so einen kleinen See. Meinst du diesen kleinen Tümpel da? Ja, so ein kleiner Tümpel hier. Oh, da bin ich jetzt auch. Stopp, genau. Ja. Und auf ich sehe dich nicht, weil du dich duckst. Ah, ich bin silent, okay. Und auf der anderen Seite... Ja, ich sehe es. Dann auf... Ah, er bewegt sich. Ich versuche ihn so ein bisschen zu flankieren. So, ich würde jetzt auf ihn schießen wollen. Warte. So... Ich hab ihn auch im Visier. Und dann Feuer. Eben. Nein, tot. Hä? Also, ich hab ihn auf jeden Fall getroffen. Der kippt sich mit einem Fall um. Ja, vielleicht haben wir ihn beide getroffen. Dann vielleicht. Nee, ich kann nichts mehr tragen, schade. Ja. Aber du hast dein Fell, ja? Ja, hallo. Ich guck mal hier kurz. Wo ist denn das Fell? Schädel. Das müsste Beutel. An der Seite sein irgendwo. Outfit. Yep. Rehfell, Wildschweinleder. Genau. Waschbärfell. Habe ich auch. Ich habe noch Echsenhaut ganz viel. Ich glaube, da kann ich mich tarnen mit. Boah, für einen Wärmeanzug. Okay. Da brauchst du ein bisschen was für, ne? Ja. Oh! Wir werden angegriffen, falls du es nicht mitgekriegt hast. Nee, hab ich nicht mitgekriegt. Hinter dir.
Alter, du machst meine ganze Rüstung kaputt, du Mutant. Ja, wir stehen hier auch auf dem Präsentierteller. Am Strand laufen sie ja mal lang. Oh, ich glaube, ich sehe noch ein Wildschwein. Ja, und am Strand sehe ich noch ein paar. Das ist voll doof in der Nacht. Ja. Da kommt gleich der nächste hier. Oh, noch jemand. Ah, oh, sie geht auf ihn. Kommst du runter? Die nach oben? Versuch sie gerade mal mit. Oh. Nee, ist runter. Komm. Ja, danke. Oh, am Strand kommen die nächsten. Da kommt der nächste. Ja, die nächsten drei sogar. Her. Kommst du her? Von der Säule, der ist doof. Au, hat mich erwischt. Du rennst. Super. Hab ich angezündet oder was? Keine Ahnung, wo du rennst. Okay, jetzt nicht mehr. Ah, ich bin blutüberströmt. Ja. Das Problem ist halt, um die Uhrzeit nachts ist doof. Also gerade am Strand, das sind ihre Laufwege. Haben die schon fast meine halbe Rüstung weggeballert? Meine haben sie die ganze Rüstung weggeballert, also hör auf zu jammern. Hier bin ich, glaube ich, schon mal alleine lang gewandert, weil dieser Kopf, der kommt mir bekannt vor irgendwie. Ach nee, das war ein anderer Kopf, glaube ich. Aber nett. Fällt mir. Schön weg. Jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass es dunkel ist, aber der Mond scheint hell. Wir haben fast Vollmond. Tote Haie oder so am Strand, die wir wahrscheinlich nicht zerlegen können. Und da vorne kommt wieder Besuch. Oh, aua. Zack. Schwein ist leider weg. Hier hast du noch ein paar Strandhäuser von den Kannibalen. Ich weiß aber nicht mehr, ob da was war. Hm. Diese langen Dinger. Können wir mal runtergehen und gucken. Wo können wir runter? Nicht so steil wäre, scheiße. Oh, 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 oh. Okay, ah, ich bin so runtergerutscht. Also ich habe mich nicht verletzt. Nee, nur weg. Würde ich auch machen. Das ist besser. Ich muss was essen. Und was trinken. Oh, hier liegt ein Tennisball. Voll gut, dass ich einen Trinkschlauch mit habe. Mathilde? Hol Nein. den Tennisball. So, also hier liegen so ein paar Köpfe.
wenn du brauchst. Aber man konnte auf die Köpfe hier so hoch. Ist ja auch ganz gut. Dann geht man hier so rein und dann sieht man, dass hier nichts ist. Hier. Ui, Rutsche! Weiß bloß nicht mehr, ob bei jedem Gebäude nichts ist oder so. Oh, ich kann keine Schädel mehr tragen. Ja, ich bin da auch voll. Aber Tuch kann ich immer noch gebrauchen. Tuch ist nie verkehrt. Ah, dieses Haus ist auch leer. Aber da kommen noch mehr. Also ich weiß wirklich nicht mehr, ob die da irgendwie gut waren, ob da irgendwie irgendeine Kiste gab oder so ein Scheiß. Beim Timmy-Bild. Ach, hier habe ich Farbe, hier kann ich mich rot machen. Ja, ich glaube, dann greifen sie dich nicht an oder so ein Scheiß. Zumindest die normalen Kannibalen. Angemalt? Ich hab mich nicht angemalt, nö, hier oben. Ich weiß nicht, ob die Farbe für uns beide reicht. Kannst du mal machen. Ja. Ah ne, es ist nur für mich alleine. Bin ich rot? Also ich habe jetzt so eine komische Musik bekommen. Bin ich rot? Das sieht man bei dem nicht so schlecht. Nee. Ah, du hast dich auch angemalt, ja? Ja. Mal gucken. Auf jeden Fall haben sie uns, glaube ich, schon gesehen oder gehört, ne? Weil die ja schon wieder geschrien haben. Ja, zusammengemalt. Ich weiß nicht, ob das bei diesen besseren Kannibalen funktioniert. Also, die immer so eine Leuchtefackel oder Hände auf dem Rücken haben. Ja, die Häuser waren Reinfall. Oh, hier ist immerhin... irgendwie Sprengsatz oder so kann ich aber nicht mehr nehmen. Hui! Hast du was kaputt geschlagen? Hui! Hui! Hey! Nein, oh, Heinrich, ich wollte hier den anschwingen. Hui! Das ist hier so ein Flammenwerfer-Ding, das ist scheiße. Echt traurig. Oh, hier liegt eine Dose im Sand. Hier sind noch ein paar Kisten unten, aber sonst. Ja, dann können wir ja langsam mal wieder ein bisschen ins Landesinnere weitergehen, oder? Na, ich kann kein Maßregel mehr nehmen. Warte, dann esse ich. Esse ich einen Snack, dann gib mir den Maßregel. Ich muss mal hier nach oben gehen. Was denn? Du schaust dich die Mathilde um. Hier sind noch Kofferchen. Ich finde, langsam könnte die Sonne mal wieder aufgehen. Ja. Dann, ich glaube, dann sind wir hier auch schon ziemlich am Kartenrand. Also, ich glaube, hier unten konnte es noch ein bisschen weiterlaufen, aber da war, glaube ich, nichts mehr. Ja, wir sind sehr ganz am Rand, ganz am besten. Und hier oben war, glaube ich, auch nichts. Wie gesagt, da wo Schnee liegt, gehe ich nicht hin, das mit. Ja, ich weiß schon. Du kannst es ja gerne mal versuchen, aber du frierst den Ast weg, ne? Dann kriegst du halt diesen Kälteschaden.
Den du nachts, wenn du nass bist oder so, ja auch bekommst. Ja. Bloß ich bin der Meinung, der ist dann noch ein bisschen extremer, weil da ist halt schon. Schon klar. Jetzt, wenn man so ein bisschen Schneekleidung hat, kann man da gerne langlaufen. Ja, da brauchen wir aber noch einiges für. Und ich glaube auch, da war auch. Musstest du auch hin wegen dem. Ja, Late Game, also. Ja, halt, um das Spiel durchzuspielen. Ja, also ich denke aber, dass hier im Norden die Chancen größer sind, sowas wie Wildschweine und Waschbären. Ja, genau. Waschbären weiß ich nicht, wo die sind. Die habe ich damals auch schon immer sehr schlecht gefunden, aber Wildschweine, da wo wir vorhin schon waren und hier, sollten sie eigentlich sein. Weil gerade Waschbären brauchen wir halt für die Kälterüstung. Aber bevor wir da hingehen, will ich eher meinen Katana und meine Kettensäge haben. Ja, also ich habe die Hoffnung, dass wenn wir uns auf dem Rückweg befinden, vielleicht irgendwo noch eine Höhle. Hannibale. Ja, ich hab's. Ach, hier, warte, ich komme. Hoffen wir mal, dass sie keine Verstärkung holt. Oh, Sonne geht auf. Ach, endlich. Können wieder sehen. Können vielleicht auch mal das eine oder andere jagen. Oh, ich hab schon wieder Hunger. Oh, hier ist noch eine Hütte. Weil dann wird mehr als eine sein, ne? Zwei Hütten. Ist am Fluss dabei, ja, ne? Ja, hier ist mir kommt irgendjemand will mich nicht freundlich begrüßen. Wow. Ups, Entschuldigung. Boah, ist noch recht gut. Ah! Okay. Ja. Können wir zusammen schießen? Ich kann die, warte mal. Zwei Rehe. Ja, links war auch noch einer. Welchen willst du haben? Das rechte. Okay. Bin Drei, bereit. 2, 1, Feuer. Scheiße. Noch weit. Kacktier. Sehr gut. Kann es bloß nicht entfällen, weil ich glaube, ich habe schon zwei Fälle und ich glaube, okay. Mehr als zwei kannst du nicht tragen. Musst du dir leider holen. Warte mal. Oh, ich sehe es, was du willst. Alter, muss doch mal treffen, ey. Scheiße, ey. Jetzt, den hole ich mir. Mach das. Was immer es war. Ich sammle hier erstmal ganz viele Pfeile ein. Toll, ich habe von dem Vieh keinen Pfeil. Rehfell gesammelt. Oh, ich kann kein Fleisch mehr tragen. So, was war's jetzt? Hast du alle 20 Pfeile gesammelt, die da waren? 20 nicht, aber es waren auf jeden Fall eine ganze Menge. Okay. Ja, es war auf jeden Fall irgendwas Kleines. Oh, da ist ein Megaviech. Rückzug! Ich höre, wie es mich verfolgt. Ich habe keine Lust dagegen zu kämpfen. So, warte mal, hier könnte man ihn vielleicht kriegen. Wo ist er denn?
Hinter dir. Da unten ist auch noch ein neuer. Zwei. Wo? Links unten. Ah, der ist schlimmer. Da ist noch, oh, noch so ein fettes Schwabbelviech. Ich meinte eigentlich, da Kannibalen kommen auch noch dazu. Die werden jetzt nerven. Also ich würde sagen, wir ziehen uns generell zurück. Okay. Aber wir hätten die jetzt alleine gekriegt, aber mit den Kannibalen ist es ein bisschen problematischer. Würde ich sagen, rücken wir nach Hause. Weg dahin weg. Ich würde so ein bisschen noch nach Osten wandern. Ja, aber weg von diesen Viechern. Hier ist ein Wildschwein. Ah, das war weg. Egal. Das geht jetzt quasi zu den Kannibalchen hin. Ah. Oh, ich hab Durst. Warte mal kurz. Hunger. Das ist doch so eine Felsformation und möchte ich mal gucken, ob das vielleicht eine Höhle oder so ist. Und ich habe auch Durst. Zücke ich mal meinen Trinkschlauch. Oh, dafür ist er ja da. Richtig. Muss ich nur daran denken, dass ich den bei Gelegenheit wieder auffülle. Zu Hause brauche ich den ja nicht wirklich. Oh, da ist eine ganze Truppe. Das sind 5, 6 Mann. Ja, die kommen auch. Also, haben wir schon gesehen. Nee, haben wir uns doch nicht gesehen. Okay. Ja gut, vielleicht sind hier einfach die Gegner mehr, ne? In der Ecke hier. Ja. Ah, hier ist auch wieder ein Dorf. Links rum oder rechts rum? Rechts geht's nach Hause und links waren wir noch nicht, ne? So links rum, da bei diesem Kroko Stein. Hinter dir! Es gibt Krokos, stimmt! Es gibt Krokos? Wo ist denn Krokos? Bist du blind hinterm Stein? Hab ich ja ganz vergessen. Ich bin echt blind. Ja, hier, warte, schießen an. Da! Munition ändern, Munition ändern. Munition ändern. Kommt auf mich dazu? Hä? Munition? Erst Pfeile. Oh. Kann auch nichts mehr nehmen. Ach, der gibt nur Eidechsenfell. Oh. Das ist ja doof, oder? Das Eidechsen-Symbol. Ja, drauf. Das Echsenfell. Davon habe ich schon genug. Und Fleisch kann ich auch nicht mehr tragen. Auch nicht. Scheiße, das war eine Verschwendung. Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass die. Oh, und da kommt noch so ein Vieh. Lass uns weiter. So ein. So mega. Ja, ja. Ja, hier im Norden scheinen die doch etwas stärker zu werden. Ich sehe gerade keine Gegner, aber hier ist ein Koffer. Ah, ich bin voll mit Medikamenten, das ärgert mich. Na, ich komm nochmal zu dir. Okay. Nee, wir können gleich gehen, da oben sind ein Kannibalenhaufen. Okay. Und Koko! Alter! Fick dich, ey. Fick die Wand an. Ist da ein Kroko zwischen den Häusern? Das kann's doch nicht sein. Wir haben vielleicht ein Hauskroko. Ja, die Kannibalen, die haben da Hauskroko. Ihr Haustier. Ja, haben sie gezähmt. Das ist da auch was. Mein Gedanke war gerade der erste so, das ist nur ein Stamm und dann bewegt sich der Stamm. Ja, würde ich sagen, gehen wir von hier nach Hause. Ich glaube, wir müssen mal Phasmophobia spielen. Boah. Haben's ja auch im Hof, ne? Jo.
Das Problem ist gerade, dass wir im Real Life halt einiges zu tun haben und ich auch gerne gerade halt ein anderes Spiel spiele. Ja, und dann haben wir noch unseren kleinen Zwerg. Weil, also ich meine, ich hätte noch Bock, hier auch einfach nur zu hocken und zu basteln. So ist es ja nicht. Aber ich weiß nicht, ob das für euch so super spannend ist, uns hier 20 Folgen lang beim Hausbau zuzuschauen. Also ich kann definitiv noch ein paar Stunden damit verbringen. So ist es nicht. Also ich hätte mit Vorwurst auch kein Problem. Aber ich hätte gern noch mal eine Kettensäge und ich hab's auch so. Wir haben es ja nicht geändert. Also du kannst das Spiel spielen und quasi so umstellen, dass dir die großen Gegner und generell alle Gegner deine Gebäude nicht kaputt. Und das habe ich nicht eingestellt. Ist ja doof, wenn du dann an deinem Punkt bist. Das hat ja keine Herausforderung. Ja, ich habe es damals gespielt, weil ich, wenn man alleine ist, ist es, glaube ich, ganz gut, weil es dauert ewig, bis du alles alleine baust. Ja, gut. Und wenn dann halt ein Kannibale mal alles wegbockt, dann kannst du wieder stundenlang nur Mauern bauen. Und wir haben ja auch das Haus im See, da kommen die nie hin. Richtig. Ey, du Echse, komm her. Ich mach dich platt. Du kannst doch kein Echsenfleisch, scheiße. Richtig. Bist du. Obwohl, ich komm vom Kroko nichts mehr sammeln. Ach, Kroko ist normales Fleisch. Was normales Fleisch. Aber eine Echse nimmt ja die ganze Echse mit, aber jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ja, ich habe unterwegs gerade eine Echse gesehen und dachte mir, ach, Echsenfell brauche ich ja nicht mehr, scheiße. Aber das Fleisch hätte ich gebrauchen können. Ja, sind gleich zu Hause. Ja. Ja, da sehe ich schon das Haus. Oh, hier sind unsere Nachbarn. Wo gehe ich nochmal Hallo sagen? Oh, die Koffer sind alle auf. Da können die Nachbarn. Oh! Ganz gut. Nochmal Dynamit. Ich bin, glaube ich, voll. Nee, es leuchtet fast nicht. Oh, hier ist eine Falle ausgelöst worden. Hast du Dynamit? Nee, Leuchtfackeln habe ich ganz viele. Na gut, dann nicht. Dynamit müssen wir nochmal finden irgendwie. Weil hier ist irgendwie ein Symbol, dass man das wegsprengen kann. Da gibt es bestimmt einen Waffenteil für die Pistole. Auf jeden Fall war einer der Fallen ausgelöst, habe ich gerade gesehen. Ah, haben die Leichen bestimmt wieder mitgenommen. Jetzt entferne ich mich. Ja, auf jeden Fall kannst du dir erstmal gleich wieder Knochenrüstung bauen. Weil Knochenteile haben wir ja noch. Ja, und ich muss auch einiges noch hier aufhängen am Essen. Ich muss was essen, schon wieder. Er hat eine Ausdauer. Meinst du keine? Genau. Knochenrüstung.
jetzt bin ich wieder voll ausgerüstet. Mit Knochen, ja, Knochen haben wir ja genug, ne? Das ist ja ganz praktisch. Ja, auch dass er doch noch ein paar Knochen gibt. Müssen wir ja auch nochmal hier bei unseren Deko-Elementen einbauen. Alter, hier ein. Ja, bin wieder voll. Fantastisch. Dann können ja mal wieder ein paar Kannibalen kommen, dann können wir Knochen sammeln. Genau. Wir brauchen nur noch 4 Rehfelle, beziehungsweise noch 2, weil du hast ja auch noch 2 und dann können wir hier oben unsere Couch fertig machen. Dann wird es hier langsam richtig gemütlich. Jetzt hier mit diesem Blumentopf machen. Hm? Ich habe hier so einen Wandblumentopf. Keine Ahnung. Sieht aber nett aus. So. Also, ich würde sagen, machen wir Break. Ja, können wir machen. Oh, du hängst Bilder auf. Ja, ich habe es aber schief gemacht, weil du musst das irgendwie so anvisieren, dann C drücken. Ich habe es nicht ganz im Rahmen erwischt. Nee, es sieht irgendwie ein bisschen doof aus. Ich kann es da nicht mehr abnehmen. Das passt besser. Eins habe ich noch. Und das eine. Unten haben wir, glaube ich, noch einen Bilderrahmen. Ja, hier ist noch einer. Vor unserer anderen Couch. Ja, jetzt zeigt er ab. So. Naja, ist nicht schön, aber modern, ne? Ja, es gibt, glaube ich, noch ein paar Bilder, die man finden kann. Du hast da bestimmt auch welche, dann kann man die doppelt und dreifach hinhängen. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, machen wir einen Break, oder? Ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Genau. Wie gesagt, gerne irgendwie Vorschläge, was wir machen sollen, wo wir hingehen sollen. Genau. Dann bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.